Was geht, meine lieben Damen und Herren? Mein Name ist Freddy und willkommen zum neuen YouTube-Video von mir. Heute soll es um den Common Test und den Patch 1.26 gehen und es gibt unglaublich viel. Dementsprechend werde ich das Ganze in einige Kapitel unterteilen. Wenn euch gewisse Teile vielleicht nicht interessieren, müsst ihr es euch nicht anschauen. Natürlich bin ich dankbar dafür, wenn ihr euch das Video von vorne bis hinten anschaut. Aber falls es was gibt, was euch gar nicht interessiert, dann seht ihr es jetzt. Kommen wir zum allerersten zu den neuen Crew-Updates. Das neue Crew-System hat einige Änderungen mit sich. Zum Beispiel, dass ein Kommandant jetzt nur noch maximal 6 Skills in seiner Kommandantenrolle und jeder andere auch in seiner Major Qualification, also in seiner Hauptberufung quasi nur noch 6 Fähigkeiten hat. Jedoch aber, wenn ein Kommandant, wie zum Beispiel der hier auf dem RRM-Panzerwagen, noch nebenbei der Funker, also die Rolle des Funkers übernimmt, bekommt er für jede 2 Skills einen weiteren Bonus-Perk, den man nicht erforschen muss. Und so kann man dann aus 6 verschiedenen Perks jeweils auswählen, welchen Perk man haben möchte. Und bei den Hauptqualifikationen kann man auswählen von 9 verschiedenen und das auch auf jedem Typ von Crewmitglied. Solltet ihr nun ein Crewmitglied haben, was noch nicht so viele Skills hat, wie zum Beispiel meine Crew oder mein Ladeschütze hier auf dem RRM-Panzerwagen, seht ihr, Entschuldigung, Richtschütze, dann seht ihr, dass ihr hier nur 3 Skills, also hab ich hier nur 3 Skills fertig und dementsprechend ist nur der erste Bonus-Perk quasi voll ausgebildet und der zweite, weil das hier der Querschnitt aus beiden ist, also 100% und 43%, ergibt zusammen 140%. Und das geteilt durch 2 sind dann halt 70% auf dem zweiten Skill. Und da ich den fünften und sechsten Skill noch nicht ansatzweise erforscht habe, kriege ich halt auch noch kein drittes Bonus-Perk. Dazu gibt es auch eine Vielzahl von neuen Fähigkeiten, wie ihr hier sehen könnt, die im kommenden Patch ins Spiel finden werden. Das Ganze jetzt hier aber auch noch in diesem Video zu erklären, würde, glaube ich, den Rahmen massiv sprengen. Und genau deswegen werden wir das auf ein weiteres Video verlagern müssen. Solltet ihr bei einem Panzer genug Crewmitglieder haben, sodass jedes Crewmitglied nur eine Hauptqualifikation hat, dann ist es auch einfach echt entspannt, weil dann seht ihr hier, habt ihr einfach wirklich gar keine Bonusqualifikationen, sondern könnt ihr einfach aus jeweils immer 9 verschiedenen Skills aussuchen und davon 6 auf euren Panzer raufpacken. Inzwischen geht es dann halt jetzt nicht mehr, dass man quasi wie vielleicht der ein oder andere von euch auf dem Löwen oder auf Panzern, die ihr extrem viel gespielt habt, mehr als 7 Skills oder mehr als 6 Skills bekommt, abgesehen davon, wenn sie Bonusqualifikationen haben. Und das führt dazu, dass ihr automatisch, sollte das der Fall sein, also solltet ihr quasi über dem sechsten Skill Fähigkeiten haben, werdet ihr automatisch dafür entlohnt mit neuen beziehungsweise kostenlosen Trainingsmanuals. Das sind Trainingsbücher, die man aktuell noch zum Zeitpunkt der 1.25 für 2 Millionen Credits im Spiel kaufen kann. Ne? Und jedes Mal, wenn ihr quasi in der Runde mit eurem Fahrzeug fahrt, wo die Crew schon 6 Skills und mehr fertig hat, alle XP, die ihr bekommt, werden dann automatisch auf angerechnet und ihr kriegt für alle 2,5 Millionen verdienten XP, glaube ich. Nee, Entschuldigung. Und ihr kriegt für alle 250.000 verdienten XP halt ein neues Trainingsbuch mit 250.000, was ihr auf eine andere Crew eurer Nation anwenden könnt. Was ist mit der Besatzung, die jetzt schon über 6 Skills haben? Ja, die werden gut geschrieben, genau. Jede Besatzung, die ihr habt, die über 6 Skills trainiert ist, da werden die weiteren Skills quasi weggerechnet und ihr kriegt automatisch dafür eine Kompensation in Form von Trainingsbüchern, die ihr dann auf weitere Crews anwenden könnt, weil man inzwischen in Wildfangs halt jetzt nur noch in der Hauptqualifikation maximal 6 Skills haben kann. Und es wird wie viele geben, die eine 7-Skill-Crew haben, die wird halt jetzt reduziert auf 6 Skills. Aber ihr kriegt halt tonnenweise Free XP, ne? Guckt euch das hier jetzt an. Ich kriege 89 verschiedene Trainingsguides, weil ich auf sehr vielen Fahrzeugen oder Nationen schon über 6 Skills auf einigen Besatzungen habt. Ne? USSR zum Beispiel 39, USA 13, UK 16, Tschechoslowakia 16 und Germany 5. Das bedeutet, ich kann halt einfach jetzt auf meinem Hauptaccount quasi weitere Crews heranzüchten, ohne irgendwas dafür ausgeben zu müssen. Eine weitere Änderung, die wirklich wahrscheinlich unglaublich gut in den Augen von vielen Spielern sein wird, ist, dass
Reparaturkisten, kleine Reparaturkisten nun alle Sachen gleichzeitig reparieren und kleine Medkits, wenn ihr zwei Crewmitglieder verliert, auch alle eure Crewmitglieder. Das bedeutet, kleine Medikits und kleine Rapkits werden zu großen Medikits und großen Rapkits. Mit dem Unterschied aber, dass jetzt die Cooldown-Zeit, wie man es hier schon sehen kann, bei 90 Sekunden für kleine Kits bleibt, aber auf 60 Sekunden runter reduziert wird. Hier sieht man es ganz gut, wenn ihr große Kits verwendet. Und dazu kommt noch, ich glaube, es ist ein weiterer Buff, dass ihr jetzt weniger gestunt werdet und eure Crew 15% mehr HP hat, genauso wie es hier auf der anderen Seite, da ist es gleich geblieben, 10% schnellere Repair Speed, das war jetzt auch schon so in der aktuellen Version von World of Tanks, das hier hat sich aber auch nochmal zusätzlich geändert, also die Cooldowns sind niedriger geworden und ich meine, man hat nur 10% mehr oder weniger Wahrscheinlichkeit gehabt, dass eine Crew rausfliegt, jetzt sind es halt 15 und nochmal 5% weniger Stun. Also schon echt massive Veränderungen hier, die sehr, sehr großen Einfluss haben werden auf die Free-to-Play-Gemeinde, weil ihr jetzt einfach mit als Free-to-Play-Spieler massive Vorteile habt. Sind jetzt auch schon 15? Okay, dann habe ich hier Quatsch erzählt, dann sind es nicht 15. Dennoch bleibt der Vorteil halt krass. 60 Sekunden jetzt nur noch Stun-Duration. Das ist schon ein massiver Unterschied. Das ist schon ein krasser Unterschied. 30 Sekunden weniger. 30 Sekunden weniger mit kaputtem Armor-Rack rumfahren. Das finde ich ganz geil, muss ich ehrlich gestehen. Viele, viele, viele Fahrzeuge werden in der kommenden Version von World of Tanks überarbeitet. Unter anderem die ganze Reihe hoch zum Objekt, sondern K91. Einfluss genommen wird auf die Turmrotationsmöglichkeiten, denn der K91 wird jetzt einen volldrehbaren Turm haben und das 416 sowie das 430-2 auch. Und dazu kriegen sie alle noch deutlich mehr DPM, wie man es hier auch sehen kann. K91 hat jetzt ohne Equipment eine Base-DPM von 3.500. Das knallt richtig. Und ich glaube, man kriegt den hoch bis auf 4.800, fast 5.000 DPM, wenn man da noch das Feld-Equipment alles auf DPM schraubt. Und dann kommt man auch im Reload auf unter 4 Sekunden oder fast noch ein bisschen niedriger. Daraufhin mussten wir die DPM einfach nochmal austesten. Reicht. 3,5. Ging genau gleich los. Kriege ich jetzt den... Ja, Emergency, jetzt kriege ich den Reload Reduce. Aber nicht viel, ne? 23 Sekunden... 3 Minuten... 3... Ich lade 3,52. Ich hab 15 Sekunden das Emergency, das reicht. Das reicht, du musst mich nicht die ganze Zeit beschießen. Gut. Hab wohl ein bisschen mehr DPM. Aber ihr seht, wie die unten hier unter meiner, über meinen Consumables sind die ganze Zeit die Fähigkeiten aktiv. Junge, ich will nicht die ganze Zeit Module kritische Treffer machen. Ja, ich mach definitiv mehr Damage als der Badger. So viel mehr. Digga. 8000? Ey! Ich wollte ihn killen! Ne, also 2 Minuten 9000 Schaden. Nicht ganz, nicht mal. Ich glaube, er hat jetzt sogar noch mehr Schaden als ich gemacht also im Badger. Für wie viel habe ich die Maus geblowabt? 1000? War nicht so viel, oder? 800, ja. Digga, ist das bescheuert, ey. Also die DPM knallt. Ja, einfach den Badger im DPM völlig auseinandergenommen. Ja, krank. 3,5 Sekunden für 320 Schaden, Alter. Das ist krank. Ein weiterer Panzer, der
endlich angefasst wird, nach 10 Jahren in diesem Spiel, ist endlich die Bad-Chat. Die Bad-Chat kriegt endlich einen Buff. Sie verliert ihre, ich glaube, es war eine 90mm Kanone, die sie hier noch vorhatte. Das war die Kanone quasi, die auf der Bad-Chat AP drauf ist. Hat also keine 320 Alpha mehr und man muss auch nicht mehr durchforschen, um auf die 105er zu kommen. Also das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr schön. Und die neue Kanone hat basically dieselben Stats, aber, und ihr seht es hier schon, ne, 2010, ich kann jetzt einfach 4 Clips mehr mitnehmen. Einfach das Munitionsmaximum von 30 auf 50 erhöht. Und das ist richtig, richtig geil, weil dann läuft der Panzer nicht mehr so schnell out of ammo. Verändert wurde außerdem massivst das Gun Handling. Wir haben tatsächlich jetzt eine Dispersionswert von 0,3 mit dem Equipment, wie ich das jetzt hier gerade standardmäßig dabei habe. Um und bei kann man, also in den Patch Notes könnt ihr es nochmal genauer nachlesen, aber es steht irgendwie, glaube ich, um und bei ein Drittel bis fast, ja, ein bisschen mehr als ein Drittel des Gunhandings wurden verbessert. Also richtig, richtig, richtig viel. Das bedeutet, dass die Badger jetzt auch ein wirklich sehr angenehmer zu spielender Panzer sein wird wahrscheinlich und man sie wahrscheinlich auch öfters wieder im Random sehen wird, weil sie einfach wieder spielbar ist. Noch eine Reihe, die verändert wurde, ist die Reihe angefangen beim 5er Sherman hoch bis zum Patton. Und zwar wurden hier die Forschungsbäume oder beziehungsweise die Forschungsbäume überarbeitet. Und da waren vorher immer sehr viele HE-Kanonen und sowas bei. Und man konnte, glaube ich, noch bis zum Patton hoch eine 5er-Kanone verbauen. Das haben sie jetzt inzwischen alles überarbeitet, rausgenommen. Man muss jetzt immer erst man muss bei den höheren stufigen Fahrzeugen immer erst die zweite Kanone erforschen und dann kann man erst den maximalen Turm erforschen. Das führt natürlich dazu, dass man wahrscheinlich auf dem Stockturm ein bisschen schlechteres Gunhandling haben wird als auf dem besseren Turm im Vergleich zu 035192. Okay, mit dem Stock-Turret habt ihr also ein minimal schlechteres Gunhandling. Die Dispersionswerte, also die Softsets, kann ich natürlich jetzt hier nicht anzeigen lassen, aber prinzipiell ist es jetzt kein massivster Nachteil mehr, wenn man jetzt hier nicht den verbesserten Turm drauf hat. Also völlig in Ordnung. Und insgesamt sieht der Forschungsbaum damit auch ein bisschen aufgeräumter aus, hoch zum M48-Patton. Das finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr gut. Okay, das ist krass. Der 9er Patton geht von 5 Kanonen auf 2 runter. Der konnte vorher 5 verschiedene Kanonen verbauen. Also ist einfach deutlich aufgeräumter als vorher. Auch beim M48-Patton werden einige Kleinigkeiten verbessert. Zum Beispiel kriegt er etwas mehr Mobilität als vorher. Jetzt hier fährt mein Patton, so wie er jetzt hier steht, 48 Sachen. Und man kriegt den wahrscheinlich sogar mit den verschiedenen Skills und einem Turbolader noch ein bisschen höher. Dementsprechend jetzt auch ein bisschen mobiler. Natürlich immer noch, was auf Stufe 10 Mediums angeht, relativ immobil. Aber dafür hat Patton auch ein bisschen mehr Panzerung als vielleicht ein AX, ein Leopard oder andere Fahrzeuge, die einfach besseres Leistungsgewicht haben. Und natürlich eine der wichtigsten Sachen, die verändert wurde. Es gibt ein paar neue Panzer. Es gibt einige neue Panzer. Einmal sich alle in die Garage stellen. Ich will mir einmal den ganzen Forschungsbaum angucken. Die Stats der neuen, ich habe die jetzt erstmal irgendwie ausgebaut. Das ist bestimmt noch nicht optimal. Und die Crews sind auch alles andere als optimal auf den neuen tschechischen Lights. Aber wir haben hier, was haben wir hier für Stats? Wir haben eine DPM von 1800, das ist nicht schlecht für einen 7er Panzer. Und dazu haben wir 426 Meter Sichtweite auf einem Gunhandling von einer 0,18 Aimtime und 0,37 Dispersion für 100 Damage. Aber es ist ein Autoloader mit 1,3 Sekunden Intraclip. Das sieht stark aus. Ein Autoloader mit 1,3 Sekunden Intraclip, 100 Schaden pro Schuss. 0,37 Genauigkeit knallt halt gewaltig rein. Aber 1,8 Sekunden Einzielzeit ist gar nicht so schlecht. Dann haben wir auf dem 8er Panzer 2200 DPM und die erste Autoloader-Kanone, beziehungsweise das erste MG mit Durchschlagswerten von 163, 217 und 37. Wobei man dazu sagen muss, wir haben hier 210 DPM, nee, DPS, Schaden pro Sekunde, 210. Hier haben wir 410 Schaden pro Sekunde und hier haben wir 140 und da haben wir 420. Also mit der HE knallt, aber du kannst kaum was durchschlagen und viel Munition. Aber 140 Schaden, also das erste Mal, dass ein Panzer, genauso wie wir es jetzt auch aus diesem Feuermodus kennen, das erste Mal, dass ein Panzer weniger Schaden macht für Goldmunition.
Dafür muss man aber auch sagen, die Munition kostet nicht deutlich mehr. Wir reden hier von 8 Credits pro Schuss und hier 9 Credits pro Schuss. Also, das glaubst du wie gesprungen, kann man fast sagen. Und dann ist natürlich wichtig, das sind ja Lights. Wir haben einen Tarnwert von 23. Das ist offen gestanden nicht viel. Wenn wir jetzt ein Abgassystem einbauen wären, wäre es wahrscheinlich ein bisschen mehr. Wir können hier noch eine Ration reinfeuern. Dann kommen wir auf 24. Mit Abgassystem kommen wir auf 30. Das ist trotzdem sehr, sehr wenig. Wahrscheinlich, ja, wie es hier auch schon im Chat geschrieben wird, hast du absolut recht. Wahrscheinlich werden die wenigsten Goldmunition laden, also APCRs laden. Erstmal prallt sie leicht ab, weil sie keine AP-Normalisierung hat. Und dazu kommt, sie hat zwar ein bisschen mehr Durchschlag, aber halt massivst weniger Schaden. Ne? 50 Schaden, also sind fast 5, das sind fast, ja, das ist ein gutes Viertel weniger Schaden pro Schuss. Das ist schon nennenswert. Aber mit 160 mm Durchschlag kommt man halt auch nicht durch alles durch. Das ist auch nicht so einfach. Also man wird so oder so APCR dabei haben müssen, um gegen schwerere gepanzerte Fahrzeuge irgendwas machen zu können. Weil wenn du mit einem 8er Light hier vor einem Oho stehst, dann lacht er dich halt aus, ne? Oder von einem, vielleicht auch von einem Mäuschen oder von einer Maus sogar. Kann ja auch passieren im Worst Case. Da kommst du einfach nicht durch mit 160 mm, nirgendwo. Beim 9er sieht die Welt dann schon ein bisschen anders aus. Die DPMs sind echt nicht von schlechten Eltern, ne? 2719 DPM. Also wenn du irgendwo hinterstehst und mal kurz die linke Maustaste gedrückt halten darfst, dann tut das richtig weh. Wir haben hier Durchschlagswerte von 186, 239 und 50 zu Schaden von 240, 180 und 480 pro Sekunde. Also wenn irgendjemand mit HE hinter dir steht, 50 mm ist auch nicht wirklich wenig, der schmilzt. Der schmilzt wirklich. Sichtweite ist jetzt nicht besonders weit. Ich würde hier spätestens hier wahrscheinlich mit dem Abgassystem spielen wollen auf dem Panzer. Habe jetzt einfach ein Stabi eingepackt, weil ich mir denke, dass das sehr wichtig ist fürs Schießen. Dann kommen wir hier auf 466 Meter, das ist wenig auf Stufe 9. Tarnwert von 40% ist alles andere als schlecht, aber das finde ich in Ordnung. Besonders wenn man ein besseres Equipment hat und so. Und die Crew hier hat aber auch vollen Tarnwert, also okay, das zählt dazu. Das ist nicht schlecht. Beim 8er hatte ich hier gerade keines. Ah, okay, ich hatte hier nur eine auf Tarnung geskillt. Das ist vielleicht ein Fehler gewesen. Also der 9er sieht potent aus. Wir haben eine Gun Depression von minus 7 Grad. Das ist auch völlig in Ordnung. 1,8 Sekunden Aimtime, 0,36 Genauigkeit. Das ist in Ordnung. Das ist echt in Ordnung. Da wird man nicht unglücklich mit. Ich glaube, das kann richtig Spaß machen, das Gerät. Werden wir gleich mal im Random ein bisschen testen. Oder im Übungsraum. Und als letztes haben wir natürlich das Kronstück, den 10er Panzer, den VRZ-71 Tesak. Alter, wir haben 12 Grad Gun Depression, 0,174 in Einzelzeit, 0,35 Genauigkeit, 240 Schaden pro Schuss, genauso wie der 9er, 180 und 480, genau dieselben Stats, aber ein bisschen mehr Durchschlag. Ein bisschen mehr Durchschlag. Das ist der Unterschied zwischen 8er und 9er. Das ist ja tatsächlich beeindruckend. Der 10er macht nicht mehr Schaden pro Schuss. Es bleibt bei 12. Das Gunhandling wird halt deutlich besser. Und dazu haben wir noch einen Tarnwert von, ja gut, 30%. Ich habe jetzt kein Abgassystem. Wir würden auf 38% Tarnwert kommen, wenn wir noch ein Abgassystem reinfeuern würden. Das ist nicht die Welt. Tarnwert ist hier irgendwie, wie gesagt, in der 9er mehr Tarnwert als der 10er. Das macht ja irgendwie wenig Sinn für mich. Aber ich habe alles so eingebaut, dass der Tarnwert eigentlich, ja, also der 9er irgendwie hier noch, vielleicht, ja, ist ja auch noch nicht ganz final. Wir sind immer noch auf dem Common-Test-Server. Aber ich glaube, da werden sie nochmal was machen. Es kann ja nicht sein, dass ein 9er auf mehr Tarnwert kommt, als wenn ich hier jetzt ein Abgassystem reinschmeiße, dann komme ich auf nicht mehr, ne? Also das nur mal so nebenbei. Und ich habe schon eine Lüftung dabei, die den Tarnwert ja auch nochmal weiter erhöht, weil sie die Crew bufft. Nein, wir kommen auf 36. 40. Es ist schon ein Unterschied. Gut, 9er scheint hier aktuell der Sweet-Spot zu sein. Ob das so bleibt? Bleiben wir gespannt. Wir testen mal die erste Runde in den 9er. Wahrscheinlich wird man auf diesem Panzer gezwungen sein, zwei Setups zu bauen. Ganz schnell. Ist natürlich verdammt schwer, besonders wenn man Panzer hochforscht, weil man halt keine Möglichkeit hat, das Feldequipment hochzuziehen. Für den einen oder anderen von uns wird es wahrscheinlich einfach nur durchgeforscht und dann kann man das Feldequipment hochziehen. Aber wir laden mal ein HE-Magazin. Ich will mal gucken, wie schnell so ein FV schmilzt. Also erstmal, was mir erstes mal auffällt, das Ding ist riesig. Wenn ihr euch mal die Silhouette eines... Guckt euch, stell mal einen FV-Panzer... Ein FV ist ja jetzt auch wirklich nicht klein. Guckt euch mal an, wie riesig diese Silhouette ist. Das ist ein Riesenleid. Okay, wir testen die HE in 3, 2, 1. Ich kriege ihn aber nicht weggeklippt. Außer ich habe was gelowrollt. Das hat geknallt. Das ist schon geil.
Boah, das Gun-Handling ist aber schon mies gut. Guckt euch das mal an, Alter. What the fuck? Ich habe mehr gemacht als er. Jetzt nicht mehr. Aber auch nur, weil er mich reingeschoben hat. Aber man ist ja so schnell tot, ne? Digga, das ist echt brutal. Was das Ding an Damage macht. Jetzt stellt euch das mal vor, in einem 8er Matchmaking. Da kommt da so ein Tiger an. Und du drückst ihm erstmal 1-2 in einem Light. Mal gucken, ob ich den treffe zum Beispiel jetzt. Nee, keine Chance. Also ich kann mir vorstellen, dass das Ding echt schwer auf Damage zu spielen ist. Weil du halt, du musst halt immer länger stehen bleiben, um den Schuss. Du kannst nicht einen Schuss machen und wegfahren. Das ist das Problem bisher. Das sehe ich so als richtig krasses Problem an. Klassisches One-Clip-Gewunder. Ja, kann gut sein. Sag ich dir ehrlich. Kann gut sein, dass das ein, dass der Panzer von vielen super, 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 super als One-Clip-Wonder gespielt wird. Aber sind wir ehrlich, wenn der Panzer zu stark, wenn der Panzer jetzt mega stark wäre, wäre auch irgendwie komisch. Aber das ist halt echt so ein Problem, ne? Du machst halt keinen Schaden. Du kannst ja nicht gegen irgendjemanden pieken und einfach traden. Außer du hast jetzt HP. Also ja, okay. Nur wenn du HP hast, das meine ich halt. Mhm. Gar nicht so leicht, mit 190 mm Durchschlag bei solchen Leuten durchzukommen. Also macht schon Spaß, der Panzer. Verstehe mich nicht falsch, aber sehr schwer zu bedienen. Okay, kommen wir noch einmal ganz kurz zu den anderen Fahrzeugen, wie die hier so im Gefecht aussehen. So würde der 8er jetzt hier aussehen. Deutlich kleiner von der Silhouette als der 9er. Wenn wir den daneben gestellen, hier der 10er, auch von der Silhouette her augenscheinlich kleiner als diese Silhouette vom 9er. Und dann haben wir noch den 7er. Der 7er sieht echt hoch aus. Also von der Silhouette her, guckt euch das mal an, den irgendwo hinter den Stein zu stellen. Könntet echt leicht, schnell und rüber gucken. Ist so ein, gefühlt so ein kleiner Mini-Skoda, ne? Als ob man so einen Skoda genommen hätte, so von der Länge und von der Höhe gelassen, aber einfach einmal so von beiden Seiten geschoben hätte. So in sich zusammengeschoben hätte. Das ist wirklich lustig. Das ist wirklich lustig. Auch eine wichtige Sache, die ich gar nicht erwähnt habe bis jetzt bei den neuen tschechischen Fahrzeugen, der Intuitionsskill geht nicht, ne? Ihr müsst ein komplettes Magazin reloaden. Wenn ich euch jetzt hier mal kurz, wenn ich jetzt hier mal kurz Zäpfchen geben darf, das tut bestimmt schon weh. Ja, guck mal, wie schnell die schmelzen hier. Das war das halbe Clip und der Mann ist fast tot. Das ist schon wirklich brutal. So, meine lieben Damen und Herren, willkommen auf der wunderschönen Karte Oyster Bay, auch Austernbucht genannt. Und hier haben wir massivste Map-Änderungen. Das ist crazy, ganz ehrlich. Das ist einfach crazy. Das sind Map-Changes, die haben sich gewaschen, ey. Wir haben einfach einen riesen Tunnel. Junge, ey. Also, nur kurz zur Erklärung, ja? Richtig gute Map-Änderung meiner Meinung nach für Austernbucht, denn wenn ihr jetzt hier ankommt, könnt ihr neuerdings erstmal hier solche Positionen bespielen, wo ihr Holdown stehen könnt und die freundlichen Sniper-DDs von nebenan können euch nicht mehr ehrenlos in die Seiten schießen. Fürs Rumstehen belohnt werden, sage ich nur an der Stelle. Und ihr könnt auch hier ranpushen und hier die Mitte bespielen. Dann könnte der ein oder andere Sniper-DD vielleicht an euch rankommen. Und ihr seht es schon, es ist einfach so viel besser.
als früher. Auch hier kann man jetzt von der Seite nicht mehr weggeschossen werden. Ich weiß nicht, ob sie hier die Abfahrten verändert haben. Dass man jetzt, ja, auch die Abfahrten haben sie hier verändert. Man kann jetzt hier auch sicher herunterfahren. Das war in der Vergangenheit auch immer nicht so. Da ist man auch immer gestorben. Aber man sieht das hier richtig, wie die Steine runtergezogen wurden. Also sollte ich hier einfach ohne Probleme, jo, einfach ohne Probleme runterfahren können. Richtig, richtig, richtig geile Map-Änderung, dass sie diesen Teil hier mit einer riesigen Felswand zugemacht haben. Und dann natürlich eine Sache, die wir nicht vergessen dürfen. Man kann jetzt einfach, oh, riecht mit Nebel hier. Man kann jetzt einfach von links nach rechts crossen. Und wenn jetzt zum Beispiel ihr das Problem habt, dass ihr hier nicht weiterkommt und alle geschossen haben, könnt ihr hier zum Beispiel noch wegrennen. Und ihr habt quasi zwar längere Schläuche, aber ihr habt Situationen, aus denen halt erstmal die Arti schlecht an euch rankommt. Und es ist einfach, es gibt dem Ganzen einfach nochmal eine weitere Möglichkeit. Ne? Das muss man einfach so sagen. Und ich kann mir schon vorstellen, der ein oder andere wird hier auch nicht mehr rausfahren, weil wenn er keine HP mehr hat und Axt vor Arti hat, dann bleibt er einfach hier drin stehen. Da ist er sicher vor Arti. Da ist er sicher vor Arti. Ja, das sind riesige Map-Änderungen auf dieser Seite, aber das sind nicht alle. Das muss man dazu sagen, denn es gibt noch weitere. Wir haben, wie ihr sehen könnt, auf dem Airfield selber, also auf dem, wo die Flugzeuge hier starten können, haben wir deutliche Erhöhungen hier. Hier haben sie das Terrain super hochgezogen. Was genau jetzt der Unterschied dafür ist oder wo das jetzt besser ist, weiß ich nicht genau. Klar, ich sehe einer der krassen Vorteile wird natürlich sein, der Light von hier kann jetzt nicht mehr diesen Light beim ins Gebüsch fahren outspotten. Aber ich weiß jetzt nicht genau, warum sie hier das Ding hochgezogen haben. Also wäre jetzt nicht nötig gewesen für mich. Was ich aber auch richtig, richtig gut finde, und das ist auch ein dickes, ja, das ist einfach ein dickes Lob an Wargaming, ne? Die haben einfach echt geile Kartenänderungen gebracht. Denn man kann jetzt, wenn man jetzt einen schnellen Heavy Tank hat oder auch einen schnellen Medium, früher konnte man das nicht oder nicht sicher, kann man jetzt, wenn man hier von der Auffahrt runterkommt, einfach, und ihr seht es hier, man kann einfach fahren, 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 fahren und kommt, ohne einen einzigen Schuss zu kassieren, wieder von den TD-Hügeln. Letztendlich kann man eigentlich sagen, dass es geisteskranke Nerfs sind für diese TD-Hügel. Hier hinten an, ohne irgendwelchen Schaden nehmen zu müssen. Und kann dann hier spielen und kann hier diese Holdown benutzen und diese paar Gräser, um dann hier diese Position auszuspielen. Eine Sache, die, glaube ich, neu ist, ist dieser Busch da, oder? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es diesen Busch vorher dann nicht gab. Den haben sie hinzugefügt. Schauen wir einmal, ob es auch den auf der anderen Seite auch gibt. Ja. Und auch hier gibt es diesen Busch auf der anderen Seite. Den gab es vorher nicht. Das ändert natürlich den Punkt, dass jetzt, na gut, man auf der einen Seite kann man den immer super blinden, weil da wahrscheinlich eh immer drin steht. Aber auf der anderen Seite kann natürlich ein TD da drin stehen, ohne gespottet zu werden. Das ist schlechter. Aber auf der anderen Seite, diese TDs werden halt erst ins Spiel so richtig massiv reinkommen, wenn hier oder auch da drüben der Fight entschieden ist. Und das finde ich einfach super, dass auf dieser Karte die TDs einfach mal in den Nachteil gebracht wurden. Wir befinden uns gerade auf Mannerheim Line und Mannerheim Line hat einige Veränderungen bekommen, nämlich dass die Wasserseite hier wurde gänzlich überarbeitet. Es gibt keinen Unicum Skill Climb mehr, den man hier entlang machen kann, sondern man kann jetzt hier einfach sehr, sehr früh runterfahren, ohne Sorge haben zu müssen, dass irgendwelche TDs von hier oben auf euch schießen können, und kann hier einfach ganz entspannt, und da kann man sich sogar entscheiden, man kann auch hier unten entlang fahren, habe ich schon gesehen, oder? Ja, doch, man kann auch hier unten entlang fahren, ganz entspannt hier bis nach vorne ranfahren, und für Panzer, die natürlich wie ein Kranwagen oder irgendwelche anderen Fahrzeuge, die hier wirklich massive Gun Depression haben, wird das natürlich ein absolutes Farm Fiesta wahrscheinlich. Denn hier die ganze Zeit zu spielen, und wenn man, besonders wenn man eine niedrige Unterwanne hat, dann seht ihr das hier schon, ne? Dann kann man hier den ein oder anderen komplett wegmähen. Das ist schon sehr, sehr, sehr cool. Auf der anderen Seite ist es aber auch sehr, sehr, sehr schade, weil für Leute, die auf Mannerheim-Linie diesen Cross hier hinten entlang konnten und auch verstanden haben, wie das geht, immer eine sehr, sehr gute Option war, sehr viel Schaden und sehr, sehr gute Rundenergebnisse rauszuholen, wenn man dieses, wenn man diesen Climb hier unten längst geschafft hat. Jetzt ist es halt wirklich einfach
von einer Holdown zur nächsten kämpfen und ja, die Arti kann hier die ganze Zeit aus beiden Richtungen reinfeuern. Ich glaube sogar, dass diese Arti auf der Seite des, was ist das? Ja, sagen wir mal Norden bzw. Osten, Nordosten, besser reinschießen kann als die Arti aus dem Südwesten. Aber das nur so am Rande. Wenn ihr hier steht, werdet ihr wahrscheinlich trotzdem Arti safe sein. Wenn dann der Fight sich aber weiter nach hinten verlagert und ihr hier in den weiteren hinteren Linien steht, dann werdet ihr wahrscheinlich von der Arti komplett aus dem Leben geschossen. Das ist halt sehr, sehr schade. Ansonsten, dieser Teil der Karte ist gleich geblieben. Wie gesagt, ab hier beginnen die Änderungen und dann ziehen die sich da hinten halt so durch. Okay, Jungs, kommt mal, lass uns mal auf die rechte Seite fahren. Denn wir haben eine weitere Karte, die sehr, sehr viel Überarbeitung erfahren hat. Und das ist Steppen. Wargaming hat das Ganze ein bisschen runtergespielt und gesagt, ja, wir haben ein paar Sachen geändert. Steppen ist fast nicht wiederzuerkennen auf der rechten Seite. Was eine gute Sache ist, die man als erstes mal erwähnen muss, ist das Gebüsch. Und auch dieses Gebüsch sind gewichen. Was wiederum bedeutet, dass wir endlich keine Jagd-Days und Erfochs und RVTDs dahinter stehen haben können, die auf einmal aufgehen und dir 1700 oder 1200 oder was weiß ich reinlatzen, sondern die gehen jetzt auf, wenn sie da so frech sind und pieken. Also ein paar Nerfs für die freundlichen TDs. Ne? Deswegen finde ich sehr, sehr geil, dass die TDs hier einen kleinen Nerf bekommen haben, weil die eh viel zu stark und eh viel zu viele TDs im Spiel gibt. Heavy Tanks können jetzt hier spielen und können, wenn sie relativ schnell sind, auch hier durchcrossen, was wahrscheinlich viele tun werden. Und dann gibt es hier viele, viele Möglichkeiten zu spielen. Einerseits kann man hochfahren, viel Gun Oppression hat oder so und seine Unterwander nicht zeigen will. Andererseits kann man auch unten spielen, wie ihr sehen könnt. Am Stein kann hier gut sidescrapen. Kann auch hier nochmal, wenn man will, hier seht ihr auch nochmal eine kleine Erhöhung. Kann auch hier sidescrapen, wenn man will, wenn man komplett durchfährt. Das sind schon wirklich sehr, sehr, sehr viele, sehr, sehr, sehr viele geile Positionen. Und ich glaube, das wird richtig gut für die neuen, für die Heavy Tanks auf Steppen, dass man hier jetzt ein richtig schönes Hulldown-Gebäsche hat, wo ja der Fight einfach ein bisschen einfacher ist, als wenn man immer, wie man früher musste, von hier nach hier drüben irgendwelche Cupola-Snipes machen musste. Das war einfach anstrengend und deswegen finde ich diese Änderung hier sehr, sehr cool und interessant. Und es sieht sehr, sehr gut aus. Insgesamt bedeutet das halt auch, dass der Norden, der in World of Tanks bis jetzt immer im Nachteil war im Standardgefecht und häufig die Gegner hier durchgepusht sind und dann hier rüber gekommen sind und man einfach die andere Seite quasi gegenpushen musste, um das irgendwie halten zu können, häufig, ja, einfach der Norden deswegen häufig im Nachteil und häufig verloren hat deswegen. Und ich glaube, dass durch diese Veränderung jetzt hier auch der Norden etwas ausgeglichener ist und man auch einfach wieder als Heavy Tank guten Gewissens auf die 1-2er-Linie fahren kann. Letztendlich kann man eigentlich sagen, dass es geisteskranke Nerfs sind für diese TD-Hügel. Hier hinten an, ohne irgendwelchen Schaden nehmen zu müssen. Und kann dann hier spielen und kann hier diese Holdown benutzen und diese paar Gräser, um dann hier diese Position auszuspielen. Eine Sache, die, glaube ich, neu ist, ist dieser Busch da, oder? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es diesen Busch vorher dann nicht gab. Den haben sie hinzugefügt. Schauen wir einmal, ob es auch den auf der anderen Seite auch gibt. Ja. Und auch hier gibt es diesen Busch auf der anderen Seite. Den gab es vorher nicht. Das ändert natürlich den Punkt, dass jetzt... Na gut, man auf der einen Seite kann man den immer super blinden, weil da wahrscheinlich eh immer drin steht. Aber auf der anderen Seite kann natürlich ein TD da drin stehen, ohne gespottet zu werden. Das ist schlechter. Aber auf der anderen Seite, diese TDs werden halt erst ins Spiel so richtig massiv reinkommen, wenn hier oder auch da drüben der Fight entschieden ist. Und das finde ich einfach super, dass auf dieser Karte die TDs einfach mal in den Nachteil gebracht wurden. Wir befinden uns gerade auf Mannerheim Line und Mannerheim Line hat einige Veränderungen bekommen, nämlich dass die Wasserseite hier wurde gänzlich überarbeitet. Es gibt keinen Unicum Skill Climb mehr, den man hier entlang machen kann, sondern man kann jetzt hier einfach sehr, sehr früh runterfahren, ohne Sorge haben zu müssen, dass irgendwelche TDs von hier oben auf euch schießen können, und kann hier einfach ganz entspannt, und da kann man sich sogar entscheiden, man kann auch hier unten entlang fahren, habe ich schon gesehen. Oder? Ja, doch, man kann auch hier unten entlang fahren. Ganz entspannt hier bis nach vorne ranfahren. Und für Panzer, die natürlich wie ein Kranwagen oder irgendwelche anderen Fahrzeuge, die hier wirklich massive Gun Oppression haben, wird das natürlich ein absolutes Farm-Fiesta wahrscheinlich. Denn hier die ganze Zeit
zu spielen. Und wenn man, besonders wenn man eine niedrige Unterwanne hat, dann seht ihr das hier schon, ne? Dann kann man hier den ein oder anderen komplett wegmähen. Das ist schon sehr, sehr, sehr cool. Auf der anderen Seite ist es aber auch sehr, sehr, sehr schade, weil für Leute, die auf Mannerheim-Linie diesen Cross hier hinten entlang konnten und auch verstanden haben, wie das geht, immer eine sehr, sehr gute Option war, sehr viel Schaden und sehr, sehr gute Rundenergebnisse rauszuholen, wenn man dieses, wenn man diesen Climb hier unten längs geschafft hat. Jetzt ist es halt wirklich einfach von einer Hole down zur nächsten kämpfen und ja, die Arti kann hier die ganze Zeit aus beiden Richtungen reinfeuern. Ich glaube sogar, dass diese Arti auf der Seite des, was ist das? Ja, sagen wir mal Norden bzw. Osten, Nordosten, besser reinschießen kann als die Arti aus dem Südwesten. Aber das nur so am Rande. Wenn ihr hier steht, werdet ihr wahrscheinlich trotzdem Arti safe sein. Wenn dann der Fight sich aber weiter nach hinten verlagert und ihr hier in den weiteren hinteren Linien steht, dann werdet ihr wahrscheinlich von der Arti komplett aus dem Leben geschossen. Das ist halt sehr, sehr schade. Ansonsten, dieser Teil der Karte ist gleich geblieben. Wie gesagt, ab hier beginnen die Änderungen und dann ziehen die sich da hinten halt so durch. Okay, Jungs, kommt mal, lass uns mal auf die rechte Seite fahren. Denn wir haben eine weitere Karte, die sehr, sehr viel Überarbeitung erfahren hat. Und das ist Steppen. Wargaming hat das Ganze ein bisschen runtergespielt und gesagt, ja, wir haben ein paar Sachen geändert. Steppen ist fast nicht wiederzuerkennen auf der rechten Seite. Was eine gute Sache ist, die man als erstes mal erwähnen muss, ist das Gebüsch. Und auch dieses Gebüsch sind gewichen. Was wiederum bedeutet, dass wir endlich keine Jagd-Days und Erfochs und RVTDs dahinter stehen haben können, die auf einmal aufgehen und dir 1700 oder 1200 oder was weiß ich reinlatzen, sondern die gehen jetzt auf, wenn sie da so frech sind und pieken. Also ein paar Nerfs für die freundlichen TDs. Ne? Deswegen finde ich sehr, sehr geil, dass die TDs hier einen kleinen Nerf bekommen haben, weil die eh viel zu stark und eh viel zu viele TDs im Spiel gibt. Heavy Tanks können jetzt hier spielen und können, wenn sie relativ schnell sind, auch hier durchcrossen, was wahrscheinlich viele tun werden. Und dann gibt es hier viele, viele Möglichkeiten zu spielen. Einerseits kann man hochfahren, viel Gun Oppression hat oder so und seine Unterwanne nicht zeigen will. Andererseits kann man auch unten spielen, wie ihr sehen könnt, am Stein, kann hier gut sidescrapen. Kann auch hier nochmal, wenn man will, hier seht ihr auch nochmal eine kleine Erhöhung. Kann auch hier sidescrapen, wenn man will, wenn man komplett durchfährt. Das sind schon wirklich sehr, sehr, sehr viele, sehr, sehr, sehr viele geile Positionen. Und ich glaube, das wird richtig gut für die neuen, für die Heavy Tanks auf Steppen, dass man hier jetzt ein richtig schönes Hulldown-Gebäsche hat, wo ja, der Fight einfach ein bisschen einfacher ist, als wenn man immer, wie man früher musste, von hier nach hier drüben irgendwelche Cupola-Snipes machen musste. Das war einfach anstrengend und deswegen finde ich diese Änderung hier sehr, sehr cool und interessant. Und es sieht sehr, sehr gut aus. Insgesamt bedeutet das halt auch, dass der Norden, der in World of Tanks bis jetzt immer im Nachteil war im Standardgefecht und häufig die Gegner hier durchgepusht sind und dann hier rüber gekommen sind und man einfach die andere Seite quasi gegenpushen musste, um das irgendwie halten zu können, häufig, ja, einfach der Norden deswegen häufig im Nachteil und häufig verloren hat deswegen. Und ich glaube, dass durch diese Veränderung jetzt hier auch der Norden etwas ausgeglichener ist und man auch einfach wieder als Heavy Tank guten Gewissens auf die 1-2er Linie fahren kann. Eine weitere Map-Änderung auf Außenposten ist der Osten bzw. der Südosten. Und hier haben wir eine auch wirklich große Änderung, denn hier, wie ihr sehen könnt, sind die Steine deutlich größer gewachsen. Und es gibt zudem hier nochmal eine kleine Erhöhung, genauso wie hier. Und auf der anderen Seite seht ihr diese Erhöhung hier auch nochmal. Und das führt dazu, dass man jetzt viel sicherer von dem TD-Gebüschen aus hier rüberkommt. Natürlich ist es trotzdem so, dass wenn man hier unten durchfährt, leicht beschossen werden kann. Das ändert sich nicht. Die Gegner würden einen trotzdem hier rankommen und auch die Gegner können dort sehr, sehr gute Positionen einnehmen. Aber es gibt halt viel mehr Möglichkeiten dadurch. Und das, ich glaube, das zieht das Gefecht auch ein bisschen weiter auseinander, dass nicht auf einmal hier irgendjemand reinjodelt und quasi dann so ein Überraschungsmoment entsteht. Sondern ihr könnt halt hier jetzt quasi spielen. Und seid hier auch gänzlich arti-safe, kann man wirklich sagen. Also die Position hier scheint wirklich sehr stark zu sein und wird wahrscheinlich auch schwer sein, euch auszubuddeln hier. Denn wenn man jetzt als Gegner hier rüber pusht und das von hier aus jetzt gegenspielen will, naja, kann man hier halt auch nicht wirklich reinfighten, weil man halt von links komplett weggetreten werden kann.
Also es wird, ich glaube, dass diese Seite hier dadurch richtig stark entschleunigt wird und es dazu auch, dass auch dazu führen wird, dass hier weniger Leute super viel Spotting bekommen werden. Aber letztendlich finde ich eine gute Änderung, ne? Auch das hier ist interessant, dass sie hier so einen, dass hier so eine Gebüschecke gebaut haben, wo man quasi hochspotten kann, aber man natürlich auch geproxy-spottet werden kann von der anderen Seite, ne? Aber das sind die Map-Änderungen hier auf Außenposten, die sind wirklich groß. Das hier ist unverändert geblieben. Denn ich habe gerade einen Fehler gemacht, auf Außenposten ist tatsächlich noch eine weitere Änderung und hier wurden große Teile der, oder hier wurden nicht große Teile, aber hier wurden Teile in der Stadt, beziehungsweise in diesem Hafengebiet nochmal auch verändert. Die Brücke ist nach wie vor umgestürzt, aber hier gibt es jetzt deutlich mehr Hold-Down-Positionen. Das bedeutet, man muss nicht mehr so viel Angst haben und hier an dieser Kante spielen, sondern kann hier gleich durchziehen, kann hier vorne an der Kante spielen. Und wenn man sich hier ganz gut anstellt, kann man auch hier weiterfahren, muss dann natürlich darauf aufpassen, dass hier jemand stehen kann und auf einen schießen kann. Und kommt dann hier weiter unten entlang, kann dann hier weiterspielen. Und ich glaube tatsächlich, dass hier auch relativ schwer die Arti rankommt. Das Einzige, was interessant sein wird, ist, wie gut sind diese Stäbe hier gemodelt. Die scheinen da durchschießen zu können. Nee, scheine ich nicht. Scheinen da nicht durchgeschossen zu haben. Kommt mal jemand kurz her. Warte. Ah, genau. Die Stäbe sind tatsächlich gemodelt. Also da hat Wargaming einen guten Job gemacht. Da kann man reinschießen, ohne den Gegner zu treffen. Das finde ich gut. Und ansonsten kann man natürlich hier auf der Innenseite weiterfahren, aber das ist natürlich alles ein bisschen schwer. Ich denke, wozu es letztendlich führen wird, ist, dass der Balkon deutlich stärker wird. Ja? Dass der Balkon einfach eine stärkere Position hat. Eine Sache, die ich noch nicht weiß, aber ich glaube, auch hier wurde nochmal eine Änderung vorgenommen, ist, ja, ich sehe es schon, hier wurde ein Haus hinzugefügt, wie ihr sehen könnt, dass der Hügel nicht mehr an diese Position hier an den Balkon rankommen kann. Vorher war das Haus bis hier zu Ende und der Hügel war komplett, also für den Hügel war das hier komplett offen und das macht die ganze Map einfach deutlich fairer, weil das auf der anderen Seite auch schon bereits der Fall war und ja, dadurch ist halt alles ein bisschen ausgeglichener, was die Seiten so angeht. Weitere kleine Änderungen sind auf Lakeville, die zeige ich euch jetzt einfach auf der Internetseite, weil es einfach einfacher zu zeigen ist. Hier ein paar Büsche und Bäume wurden hinzugefügt bzw. weggemacht. Vorher war es so, jetzt ist es so, also da wurde jetzt einfach Plan gezogen. Und eine Sache, die ich auch vergessen hatte zu erwähnen, ist, dass hier gab es ja diese Panzerabsperrung vorher auf Mannerheim-Linie, die sind jetzt gänzlich weg. Auch das hier ist verschwunden und auch eine kleine Änderung, ich glaube nicht, dass sie einen großen Einfluss aufs Spiel haben wird, ist, vorher hatten wir hier dieses sehr offenes Terrain in der Mitte, wo die Lights vielleicht mal reingefahren sind und das war's. Jetzt ist das länger rausgezogen. Also, ob das jetzt einen großen Unterschied macht, glaube ich nicht, aber damit ihr es einmal gesehen habt hier im Video. Eine der wichtigsten Änderungen, die wahrscheinlich für alle Spieler, die wahrscheinlich alle Spieler angeht, die ein bisschen kompetitiv unterwegs sind, ist die Änderungen an Onslaught bzw. Ansturm. Und in der vergangenen Saison hatten wir es ja so, dass Gegner und Fahrzeuge 3 Sekunden lang gespottet waren, 25% mehr Strukturpunkte hatten, der normale Bereich des RNGs existierte und der normale bzw. erhöhte Chance auf Feuer und sowas existierte. Also das RNG war ein bisschen angehoben. Ich glaube, das haben sie hier vielleicht nicht reingepackt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das gewesen ist. Nun, in der kommenden Iteration von Ansturm wird es so sein, dass nicht mehr 25% flat auf die HP der Fahrzeuge addiert werden, das heißt Maus und 60 DP werden etwas schwächer. Dafür werden Mediums aber deutlich stärker werden, denn es wird eine Anzahl, eine flache Anzahl von HP, nämlich 650 HP, auf Fahrzeuge addiert. Fahrzeuge werden 4 Sekunden lang gespottet sein, das ist ein Unterschied zu den 3 Sekunden, das liegt aber einfach daran, dass ein Skill im Spiel hinzukommt, der dir die Möglichkeit gibt, eine Sekunde länger, kürzer gespottet zu sein und das würde halt nicht funktionieren, würde man diesen Skill mitnehmen und dann noch ein Radio, dann wäre man halt nie offen und das geht halt nicht, dementsprechend ja, machen sie das hier so, dass sie das deswegen eine Sekunde hochsetzen. Wir haben eine Reduktion des RNGs von 25 runter auf 12 plus minus Prozente. Der innere Modulschaden wird auch nochmal um 50% reduziert. Das heißt, seltener Blowups, seltener Feuer, seltener Munitionstreffer, seltener
fliegt euch ein Crewmitglied oder sonst irgendwas raus. Also richtig, richtig gute Änderungen hier, die vielleicht auch dafür sorgen, dass man jetzt einfach guten Gewissens kleine Medkits und Rapkits mitnehmen kann und nicht mehr mit Großen spielen muss. Und die Chance von Feuer wurde komplett negiert, jedenfalls was Feuer von Motoren angeht. Ob das auch auf Benzintanks zutrifft, bin ich mir ehrlich gesagt unsicher. Würde ich meine Hand nicht für ins Feuer legen, aber dennoch sind es unglaublich gute Änderungen und ich hoffe sehr, dass das bei Wargaming so beibehält, denn das macht das Ganze etwas weniger Würfel und etwas mehr Skill und das finde ich super. Das finde ich wirklich super. Auch eine richtig gute Änderung wieder ist, dass wir Panzer bekommen, die die Spieler quasi mieten können. Man sieht das hier, Rental Vehicles, da ist meine Facecam drüber, aber hier seht ihr es. Und es werden sein, der E50M, das 277 und der 113 GFT, richtig gute Panzer, richtig starke Fähigkeiten auf diesen Panzern und allgemein einfach gut ausgewählte Panzer hier von Wargaming, da auch einen Daumen nach oben. Nicht nur, dass ihr euch jetzt vielleicht mit euren Bond-Panzern in Ansturm wagen könnt, sondern falls ihr einen E50M, einen 277 oder einen 113 GFT noch nicht erforscht habt, könnt ihr sie euch jetzt mieten und mit diesen Panzern ins Gefecht klicken. Nebenbei eure Crew vielleicht schon für den anstehenden Grind vorbereiten. Ne? Kann man einfach den E50M schon mal eine ganze Menge spielen und dann vielleicht die ersten Skill voll machen und dann spielt man auf dem Panther schon beim ersten Skill. Ist auf jeden Fall ein Vorteil. Und es sind einfach gute Panzer. Es sind einfach sehr, sehr gute Panzer und das finde ich richtig, richtig gut. Natürlich haben wir auch noch Änderungen, was Karten angeht. Der Kartenpool wird insgesamt deutlich größer. Wir haben Live-Oaks, Murowanka und Himmelsdorf dazu. Die Karten sehen wirklich sehr interessant aus. Wird sich zeigen, wie die so sind. Ansturm hier auf dem Common-Test-Server jetzt hier testen, wird wahrscheinlich ein bisschen schwerer. Die einzige Änderung, die insgesamt an dem ganzen Patch vielleicht etwas negativ sein könnte und wahrscheinlich auch sein wird, ist einerseits, dass wir noch besseres Tarn-Equipment für die Lights ab der ersten Iteration von Ansturm sehen werden. Einige Leute werden sich da ein lilanes Abgassystem, was 10% auf ihre Lights raufpackt, an Tarnwert holen können. Und das ist natürlich mächtig auf einem Manticore, auf einem EBR, egal was. Dadurch gehst du halt einfach noch seltener auf. Das ist wirklich böse. Und eine Sache, die ich persönlich, vor der ich auch persönlich ein bisschen Angst habe, ist, dass nun Bond-Panzer mit ins Spiel integriert werden und gespielt werden dürfen. Siehe sowas wie den 113BO, den Foch 155, hier den M60 oder den 121W. Und das bedeutet, dass auch Spieler ins Spiel finden werden, die vielleicht noch nie einen richtigen 10er-Panzer gespielt haben oder noch nie ein richtiges Gefecht 10er gespielt haben. Das bedeutet, dass wahrscheinlich, besonders in den unteren Rängen in Ansturm, wirklich noch mehr tollwütige Tiere unterwegs sind, als es vielleicht in der Vergangenheit waren. Aber ja, das nur dazu. Ich denke, jemand, der gar keine Erfahrung in dem Spiel hat, wird auch nicht eine große Chance haben, in Ansturm weit zu kommen. Aber ja, an die Leute, die vielleicht ganz von unten anfangen müssen, da wünsche ich euch auf jeden Fall gutes Gelingen. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen wilder, als es vielleicht in der Vergangenheit gewesen ist. Achso, und bevor ich es vergesse, der Hurricane war der letzte Reward, den einige Spieler abgegriffen haben. Der neue Reward wird der Stinger. Ein veränderter T57 Heavy, den ich euch auch hier einmal ganz kurz zeigen kann. Denn der Stil verändert sich je nachdem, wie der Panzer bzw. wie viele Marken und Fortschritts ihr sammeln werdet. So seht ihr, dass der Stil richtig, richtig fresh wahrscheinlich aussehen wird, wenn man jede Season Legende sein wird. Der Grind dafür ist aber auch respektlos schwer. Ich muss mir ehrlich gestehen, dass ich noch nicht weiß, ob ich mir das wirklich antue. Ich glaube, ich könnte mich auch mit dieser Form und diesem Aussehen von dem Stinger absolut vergnügen. Und auch selbst, wenn ihr in Anführungszeichen nur Gold schafft, sieht der Stil trotzdem, man kann es sich leider nicht genau angucken, aber auf dem Bild hier sieht er trotzdem verdammt gut aus. Ne? Das muss man wirklich sagen. Und sobald ihr es dreimal schafft, Silber zu bekommen, werdet ihr dieses Fahrzeug auch erhalten übrigens. Das ist ein großer Unterschied zu... Also Ohren gespitzt, es wurde das Skill Cap etwas herabgesetzt. Man kriegt jetzt ab dreimal erfolgreich Silber abgeschlossen, den Panzer. Das heißt, der Grind für euch in Ansturm wird auch etwas geringer ausfallen. Ihr kriegt, wenn ihr es in Gold schafft, noch ein Bond-Equipment dazu. Und wenn ihr es in Elite bzw. Legende schafft, kriegt ihr halt einfach nur kosmetische Artikel.
Und das muss man ja wirklich sagen, ist ja auch wieder eine super, super Änderung von Wargaming meiner Meinung nach. Denn dadurch, ja, ist es einfach so, dass ihr ein bisschen weniger Aufwand habt, falls ihr den Modus nicht mögt. Und falls ihr den Modus mögt, werdet ihr für jede Stufe, die ihr erreicht, einfach nur belohnt, indem euer 3D-Stil noch ein bisschen schöner aussieht. Und das finde ich toll. Das muss man wirklich sagen. Also, auch hier wieder ein Ansturm. Insgesamt, mit Ausnahme vielleicht von dem Abgassystem und den Rental-Panzern, und den Bond-Panzern. Richtig, richtig gute Änderung. Und damit sieht der Patch insgesamt auch richtig, richtig gut aus. Muss man einfach so sagen. Der Patch sieht unglaublich groß aus und wirklich, wirklich gut. Und weil immer wieder Gerüchte kommen, dass Wargaming ja irgendwann die Türen schließen wird und keinen Bock hat mehr auf irgendwelche Änderungen, da spricht dieser Patch schon wirklich massivs gegen, denn so viele Änderungen, so viele Balances auf Panzern, Veränderungen, Ansturm, gute Änderungen, die die Spieler brauchen, das sieht richtig, richtig gut aus. Da bin ich wirklich sehr erfreut, sowas zu sehen, dass Wargaming sich so viel Arbeit macht, dass, also wenn das so auf den Live-Server kommt, ganz, ganz, ganz großes Daumen nach oben. Muss ich wirklich sagen. Also Freunde, das soll es von mir gewesen sein zu diesem YouTube-Video. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Die ersten Eindrücke von dem neuen Patch zu bekommen. Es ist super viel Content. Aber wie gesagt, dickes Daumen nach oben für die ganzen Änderungen. Mir gefällt davon sehr, sehr, sehr viel. Und ich bin sehr gespannt, wie das Ganze auf den Live-Server kommt. Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer einen angenehmen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Euer Freddy. Ciao. Ciao. My life and I won't look back.